Peter Masks! Kommt, meine bösen Freunde, wir gehen zum Museum. Wer von euch hat Lust, etwas zu stehlen? Wir nehmen den Panther Düsterschlitten. Oh, was für ein wundervoll böser Name. Wer weiß, vielleicht locken wir mit unserem gemeinen Plan sogar den süßen kleinen Gecko aus seinem Versteck. Die sind im Museum? Du bewachst das Hauptquartier. Ich hindere meine Freunde daran, etwas Böses zu tun. Bitte tut das nicht. Brecht nicht ins Museum ein. Oh, war ja klar, dass die ins Museum einbrechen. Meister liegt falsch. Er wird Roboter wieder brauchen. Er wird immer von den Pyjama-Helden besiegt. Oh. Gut, meine bösen Freunde. Sobald wir drin sind, besteht eure Aufgabe darin, den weltberühmten Delta-Diamanten zu stehlen. Aber ich warne euch, es ist unmöglich. Das wird kein Problem sein. Catboy, Eulette, was macht ihr da? Ihr seid normalerweise Helden. Aha, ich wusste, du würdest den Köder schlucken. Nachtpanther, düstere Eule, schnappt ihn. Düstere Eulenfedern. Ich hab ihn zuerst gesehen. Ich will ihn schnappen. Panthersprung! Was macht ihr da? Hört auf zu streiten und schnappt ihn euch einfach! Muss ich denn immer alles allein machen? Hä? Ich habe noch nie Catboy und Eulette gegeneinander kämpfen sehen. Muss wohl daran liegen, dass sie Schurken sind. Hey, das ist es! Okay, Ninjalinos, los, folgt mir! Upsi, war ich das etwa? Roboter, bring ihn ins Labor, bis die Wirkung der Strahls nachlässt. Ja, Meister. Dann schnappen wir uns Gecko. Romeo macht auch mit? Ich wusste, da ist was im Busch. Das ist meine Chance, den PJs zu zeigen, dass ich einer von den Guten bin. In Gürteltiermanier! Komm und fang mich doch, Federchen! Probieren wir Romeos Stinkeschwall aus. Das wird Eulette sicher nicht gefallen. Feuer frei! Achte das nächste Mal darauf, dass du in die richtige Richtung zielst. Hä? Catboy! Gecko! Passt auf! Nein! Hey, wo ist Eulette? Oh, oh. Klebeklatscher! Festhalten! Durch, Gecko! Ich rette dich! Oh, nein! Das war ein Volltreffer! Und jetzt passt auf! Hey! Lass das sein! Ich bin an der Reihe! Und pusten und pusten. Und gackernder Gecko, das ist übel. Die Wölfis können noch niemals den Wind besser nutzen als ich. Super Eulenfedern. Heult weiter. Meint, dass ihr uns etwas zeigen wollt. Ich habe bis jetzt noch nichts gesehen. Unsere neue Kraft ist die beste. Es ist aber keine neue Kraft. Nichts schlägt Eulenfedern. Oh.
dann Eulenfedern schlagen? Wie wäre es dann mit Wölfifedern? Wölfifedern? Ich glaube, das nennt sich Fell. Ich habe einen Plan. Ihr seid aber nicht schlau genug, um ihn zu verstehen. Er ist genial. Er ist wolfsmäßig. Er ist unaufhaltsam. Wirklich? Ja, und alles, was ihr tun müsst, ist, dass ihr Eulette noch mehr Federn rauslockt. Ich sag's doch, genial. Du nur so, Windkraft. Flam, flam. Und sie so, Jemand musste sie aufhalten. Diese Wölfis wollen immer etwas zerstören. Aber dann trafen sie auf Eulenfedern. Wir zeigen es ihnen. Kevin, Heuler, holt noch mehr. Und wie? Ganz einfach. Hey, Vögelchen, hier drüben. Versucht ihr wieder Ärger zu machen? Ja. Oh. Festhalten, Leute! Katapult! Das war nicht übel, hä? Super Katzensprung! Oh Mann, dass ich das nicht mehr kann, habe ich ganz vergessen. Nette Sturzeinlage, Catboy. Der war gut, Meister. Bleib stehen, Romeo. Gib auf. Sonst was? Willst du mich etwa mit deinem Superschneckengekrabbel verfolgen? Superschneckengekrabbel. Noch ein guter Spruch, Meister. Du bist kein Super-Irgendwas, Romeo. Und dein Schurkenkostüm sieht lächerlich aus. Oh, das tut weh. Du hast recht. Ich wollte gut aussehen und die Welt stilvoll übernehmen. Und deine Kräfte würden an mir viel besser aussehen. Du bist die nächste, Vögelchen. Eulette, pass auf. Hey, seht euch das an. Keine Kräfte zu haben, hat sich doch noch ausgezahlt. Ja, Romeos Strahl hat nichts bewirkt. Ich schätze, weil es bei dir nichts mehr zu holen gibt. Noch besser ist, du hast mich ohne Superkräfte gerettet. Ziemlich heldenhaft, wenn du mich fragst. Genau so ist es. Höchste Zeit, ein Held zu sein. Ob mit oder ohne Kräfte. Geh mir aus dem Weg, Kätzchen! Dein Staubsauger des Verderbens ist Geschichte, Romeo. Roboter! Hilf mir! Was ist das? Ich stimme euch zu, meine Ninjalinos. Armes Eidechslein. Dann mal los. Ninjalinos! Flatternde Federn! Ich hätte nichts dagegen, wenn Gecko uns helfen würde! Keine Angst! Wir schaffen das! Locker. Sie brauchen mich nicht. Das schaffen Sie locker. Ich habe hier sowieso noch eine Menge zu tun. Hey! Ich bin ja schon fertig. Das war's mit den Klebeklatschern nach Ninja. Das Sitzel mit Grummeln bringt den Berg zum Beben. Wird schon nicht so schlimm sein. Was ist da los? Euer kleiner grüner Freund hat alle meine Klebefontänen verstopft. Aber wenn der Berg Klebeklatschen muss, muss er Klebeklatschen. Was soll das heißen? Mögt ihr gigantische Vulkanausbrüche, bei denen so viele Klebeklatscher den Berg runterfließen, dass sie die ganze Stadt überfluten? Nein? Dann wird euch das nicht schmecken. Eidechsenfuß hat mir einen Gefallen getan. Da wäre ich nie drauf gekommen, obwohl ich böse bin. Gecko! Keine Angst, Leute. Die Fontänen sind dicht. Alles ist in Ordnung. Passt auf! PJ Robo in 3, 2, 1, Start frei!
beginne mit der Transformation. Und los! Halt, der Mond. Mal sehen, was das Raumschiff so alles kann. Müssen wir denn wirklich zum Mond fliegen? Ich meine, was ist, wenn Luna Girl nur so tut? So lassen wir die Stadt unbeschützt zurück. Das können wir nicht riskieren, Gecko. Komm schon, du bist doch sonst so abenteuerlustig. Das wird klasse. Wer weiß, was da draußen ist? Das ist ja das Problem. Gecko, hast du den Kurs eingegeben? Gecko? Hä? Oh, ja. Kurs eingegeben. Wir sind bereit. Wenn ich erstmal auf dem Mond bin, werden die Dinge anders laufen. Mit neuen Kräften kann mich niemand mehr aufhalten. Nicht mal die PJ Masks. Oh, da ist ein Tod im Fallraumschiff. Halt. Was? Ich hab's. Ich brauche königliche Untertanen, die mich vergöttern. Wieso schwingst du nicht einfach deinen Stab und zauberst welche her? Weil es nicht so läuft, mein kleines Fellknäuel. Stellt euch vor, alle, die ihr kennt und liebt, wären gezwungen, meine treuen Untertanen auf dem Mond zu sein. Für immer! Das wagst du nicht! Ach nein. Und wer will mich aufhalten? Wir natürlich. Wirklich? Dann viel Glück! Super, Gecko Tano. Sei vorsichtig, Gecko. Hey! Wer ist da? Verschwinde, Gecko. Oh, oh. Na, wen haben wir denn hier? Bald schon habe ich eine Sammlung an PJ Masks, die ich in meiner schicken neuen Festung ausstellen kann. Ich hoffe, dir gefällt dein neues Zuhause, Gecko. Warte, was meinst du damit? Es ist doch ganz einfach. Ich stelle euch aus, so können meine königlichen Untertanen meine Schätze bewundern. Königliche Untertanen? Frag nicht. Also, schön stillhalten, kleine Eidechse. Oh nein, ich bleib auf keinen Fall hier. Werden wir ja sehen. Lauf, Gecko, lauf! Huh, wieso ist mir das nicht früher eingefallen? Ich schaff das schon. Was ist denn, Roboter? Was ist was? Das habe ich nicht gemeint. Was willst du? Nur meinem Meister dienen, natürlich. Ich versuche, den Strahler aufzuladen, also hör auf, an die Tür zu klopfen. Aber das habe ich nicht, Meister. Und ob, ganz sicher hast du das. Hab ich nicht. Doch, hast du wohl. Hä? Hey! Nein, 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 nein! Vorsicht, Meister! Eulette, wo bist du? Oh, ich glaube, ich weiß wo. Komm! Roboter, du hast die unsichtbare Eule reingelassen. Was hast du dir dabei gedacht? Entschuldigung, Meister. Ich habe sie nicht gesehen. Dann schau genauer hin. Das war echt knapp. Ja, Meister. Eulette? Ich bin hier. Hä? Habt ihr das gesehen? Also nicht wirklich. Du bist unsichtbar. Schon vergessen? Ich war so nah dran, den Unsichtbarkeitsstrahler zu bekommen. Wir hätten dir doch geholfen. Ich hab gedacht, ich schaff das allein. Ihr habt mich das letzte Mal nicht mit einbezogen. Aber da lag ich wohl daneben. Ob sichtbar oder nicht, wir sollten als Team arbeiten. Nur auf diese Weise können wir Romeo besiegen. Du hast recht. Was stehen wir hier noch dumm herum?
Höchste Zeit, ein Held zu sein. Zusammen. Ich bin hier. Wieder voll aufgeladen. Jetzt mache ich mich selbst unsichtbar. Und übernehmen die Weltherrschaft. Das wollte ich gerade sagen. Übernehme die Weltherrschaft. Du glaubst also, unsichtbar zu sein wäre die Antwort? Tja, was du kannst, kann ich auch. Wo ist sie? Und ich erst recht. Ha, ich bin so schnell, das ist fast genauso gut wie unsichtbar sein. War deine Bewegung richtig? Natürlich. Du bist falsch gelaufen. Mach's noch mal. Schneller. Halt! Zurück mit euch. Ihr könnt uns nicht aufhalten. Keiner hat was von aufhalten gesagt. Wenn ihr zum Berg wollt, ist das okay. Aber tut bitte nichts Böses. Was? Andersherum. Sehr. Und denkt daran, der Rätselberg ist für alle da. Nein, nur für die in unserer Gang. Das ist jetzt der Wölfiberg. Ich zuerst. Nein, ich. Ich auch. Ich glaube, Sie haben das mit dem für alle nicht verstanden. Los, komm! Niemals! Das ist mein Berg. Meiner! Schlitternde Schlange. Super, Gecko-Muskel. Wolf-tastisch! Perfektes Versteck! Ich nehme das obere Bett. Ich meine, den oberen Stein. Wir platzieren uns hier und halten alle auf, die hier hochkommen. Hinterlasst überall Pfotenabdrücke. Schreckt sie mit unseren Reviermarkierungen ab. Ugh. Wie wär's, wenn ihr sie einfach anheult? Au! Oh, Jemine, da ist ein Wölfi drin. Ein großer Böser. Leute, das ist nur ein Echo. Das ist ein seltsamer Name für einen großen, bösen Wölfi. Nein, wenn man einen Laut macht und der zurückschallt, ist das ein Echo. Ich hab's aus einem, wie nennt man das? Oh ja, einem Buch. Wolf, glaublich. Sprechende Höhle, heulende Höhle. Diese Geräte verwandeln die Festwagen in böse Roboterwagen. Gesteuert von meinen Gedanken. Meine Roboterwagen werden auf den Straßen patrouillieren und alle in Angst versetzen. Niemand wird es wagen, aus dem Haus zu gehen. Und ich beherrsche die Welt. Und ich segle über die Weltmeere. Als gefürchteter Ninja-Pirat. Arr! Was? Ich habe immer davon geträumt, als salziger Seebär meine Ninja-Tricks in böser Piratenmanier über die sieben Weltmeere zu verbreiten. Und was ist, wenn ich seekrank werde und vom Geruch der See grün anlaufe? Nichts, denn ich wollte immer ein Piratenschiff auf Rädern. Ich nenne es die Jolly Ninja. Hör auf zu labern und kümmere dich um deinen Job. Deinen Plan, von dem du mir erzählt hast. Oh, ja, ich meine, yo ho ho, Ninjalinos. Macht euch zum Kapern der anderen Wagen bereit. Arr! Schnell, bringt die Wagen in Sicherheit, bevor sie auch böse werden. Wir verteidigen sie wie beim letzten Mal. Gemeinsam. Der Mondmagnet ist echt ziemlich cool. Komm schon. Hey, stopp! Roboter hat gewonnen! Nein!
komme ich hier raus? Endlich! Du versuchst zu fliehen, ha? Huh? Mal sehen, auf wessen Seite deine Freunde stehen. PJ Masks, PJ Masks, ich habe Romeo gefunden, da! Catboy, Gecko, ich bin's! Das ist Romeo, er ist verkleidet! Nein, er ist es! Romeo ist ein böses Genie! Natürlich würde er sich verkleiden, und zwar in mich! Wenn du Eulette bist, wieso warst du dann im Labor? Ja, bei meinen Katzenschnurrhaaren wirklich eine überzeugende Verkleidung. Jungs, bitte, ich bin's! Passt auf! Halt! Nein! Sie hat uns gerettet! Sie ist die echte Eulette! Romeo würde das niemals tun! Mein Plan hat funktioniert. Hiermit schieße ich euch auf den Mond. Was? Ihr kommt nie wieder zurück. Keine Schurken und auch keine Helden mehr. Und ich kann endlich die Welt beherrschen. Nein! Nicht zu fassen, dass wir auf seine Verkleidung reingefallen sind. Ja, das war wirklich ziemlich gemein. Es ist noch nicht zu spät für Helden. Du hast recht. Was würde Funkelblitz jetzt tun? Was würde Eulette tun? Oh ja! Gewonnen ist gewonnen. Heuler, das sieht nicht wirklich aus wie ein Ei. Es sieht aus wie eine... rohe Zwiebel. Felsversager. Catboy wirft, er trifft. Wir sind die Gewinner. Klasse, alle gefunden. Jede einzelne. Süße, äußerst köstliche Leckerei. Nur einen kleinen Bissen. Gecko, nicht! Schokoladeneier! Entschuldigt. Ich konnte einfach nicht warten. Schnell, Catboy, wir lenken sie ab. Und ich bringe die Eier durch die Hintertür in die Schule und bewache sie. Bewachen, nicht verschlingen. Verstanden? Warte bis morgen früh. Es wird sich lohnen. Ich verspreche, zu dienen und zu beschützen. Eulenflügel weg! Die Wettervorhersage? Schokoladenwind. Also so ein Wetter gefällt mir. Riesen-Ei-Gala. Jip, 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 jip,
Bleib hier, Kleiner. Also gut, Catboy, du setzt dein Katzentempo ein und... Oh nein, sie ist fertig. Sie wird... Die Kontrolle übernehmen. Nee, das ist nur ein gewöhnlicher Kraftfeldwerfer. Aber wir haben nicht sagen hören, es wäre... Eine Super-Robotersteuerung. Teil meines Plans. Genauso wie auch mein Minibot. So ein niedlicher, süßer Robo. Ich wusste, ihr würdet ihn behalten wollen. Also habe ich eine Steuerungsattrappe gebaut und darauf gewartet, dass ihr in die Falle tappt. Los, PJs! Super Eidechsengriff! Was ist das? PJ Robo! Die PJs sind kraftlos. Das heißt, ich kann tun und nehmen, was ich will. Wir müssen zurück zum Hauptquartier. Verfolgt sie! Ihr anderen, holt euch die Gebäude! Die ganze Stadt! PJ Robo hat angerufen. Er hat irgendwas am Hauptrechner gemacht. Da war so eine Art Kristall. Kristall? Den habe ich noch nie gesehen. Vielleicht haben wir deshalb unsere Kräfte verloren. Wegen etwas, das PJ Robo getan hat? Vielleicht ist er doch noch nicht bereit, der PJ Mask zu sein. Worauf wartet ihr noch? Fangt sie! Wir kommen nicht rein. Es ist abgeschaltet. Die Türen öffnen sich nicht. PJ Robo! Warte, Catboy. Er hat doch versucht, mich anzurufen. Was er auch getan hat, er wollte uns nur helfen. Glaubst du? Wir springen, Leute! Wir springen! Bis zum Mond? Würde sie verwandeln. Vielleicht glauben sie, wenn sie näher an ihn herankommen, dass... Wow! Mehr Kräfte, dichteres Fell. Meine Reißzähne werden länger, mein Verstand wird... Hoffentlich mal ein paar Ideen haben. Ja, schlauer. Verwandeln wir uns in echte Wölfe. Echte Wölfe? Die sind schon böse genug. Und wenn sie noch mehr Kräfte bekommen... Ich glaube nicht, dass Werwolfen so funktioniert. Wie willst du das wissen? Du bist eine Eule. Auch wenn es nicht funktioniert, werden sie dabei meinen Katzenflitzer schrotten. Es geht hier nicht nur um deinen Flitzer. Es geht immerhin um unsere Stadt. Bei meinen Katzenschnurrhaaren. Ich weiß, wie wir meinen Flitzer zurückbekommen. Treffen wir uns im Hauptquartier. PJ Robo, zeig mir, wo die Wölfis sind. Gecko, du musst das Seil werfen. Okay. Eins, zwei, drei, jetzt! Super Gecko-Muskeln! Dreh das Hauptquartier, PJ Robo! Flatternde Federn! Ich glaube, es hat funktioniert! Hey, ihr habt unser Auto geklaut! Das ist mein Auto! Ach ja, und warum sind wir dann darin zum Mond gesprungen? Bis dann, Wauwau! Ja! Hab dich! Mach Platz für den König! Oh!
Sophie sicher. Also gut, setzen wir den großen Kerl wieder zusammen. Der Knochen kommt vielleicht dahin. Und der kommt wohl darüber. Und der Kleine gehört dorthin. Da, da, und der da. Dort. Und da noch einer. Aber die witzigen Vorderarme gehören doch zum T-Rex. Und die Riesenflügel zum Pteranodon. Wir schaffen das. Es ist nur wie ein großes Dino-Puzzlespiel. Erledigt. Gackernder Gecko. Es ist nicht perfekt. Das ist eine Dino-Katastrophe. Hä? Wo sind die Wölfis hin? Huh? Wow, die Knochen sind auf einmal lebendig. Scharfe Krallen, fletschende Zähne. Das Ding sieht aus wie ein ziemlich alter Wolf. Hä? Haben Wölfe wirklich Flügel? Nein, Kevin. Aber abgesehen von den Flügeln sieht er aus wie ein Wolf. Mein neues Haustier, ein Wolfosaurus. Hey, komm da runter. Diese Knochen sind prähistorisch. Das bedeutet alt. Erster Hinweis. In Wasser und Luft, sie leuchtet und sprießt, den Stiel ihrer Blüte du niemals siehst. Noch so ein schweres Rätsel. Also etwas, das Wasser und Luft zum Blühen braucht. Ja, eine Blume. Vielleicht muss man nach oben, um sie zu finden. Mal sehen. Oh, eine Lotusblüte, die leuchtet. Ja. Cooler Move. Danke. Das nenne ich meinen Superschwung. Ziemlich cool, hm? Das macht Spaß. Wie ist der nächste Hinweis? Sieht aus wie eine Ninja-Schatzkarte. Und der Ninja-Stern markiert den Ort. Wir sollten ihn finden, bevor die Ninja-Linos die Stadt ruinieren. Meine Flügel sind dafür spitzenmäßig geeignet. Oder sollte ich sagen, flügelmäßig. Wer hat hier die Eulenkraft? Ich! Da ist er, der Ninja-Stern. Okay, Jungs, geht die Hauptstraße runter und dann links. Mann, ist der listig. Ihr habt also das erste Rätsel gelöst. Anfängerglück. Ihr werdet niemals gewinnen. Ach, wenn meine Ninjalinos doch nur Flügel hätten. Bei den Ninjalinos sieht es gar nicht so aus, als wollten sie die Rätsel lösen. Ja, sie folgen uns einfach nur. Weil sie schummeln müssen, um uns zu besiegen. Kommt schon. Bist du sicher, dass er hier ist? Absolut sicher. Super Katzentempo. Da drin ist nichts. Vielleicht ist er darunter. Wir waren zuerst hier. Super Katzentempo. Super Gecko-Muskel.